Also Raclette ist immer laktosefrei? Yes. Jeder gereifte Käse ist laktosefrei. Also Marc, das sind zwei Kulturenpelzer, sogenannte Fermenter. Und innen erhitzen wir ein Nährmedium auf über 90 Grad. Wir kühlen es ab, auf 20 Grad gut. Nachher impfen wir die ausgelesenen Bakterien, gefriertrocknete Beutel, während 20 Stunden knapp bebrüten. Das ist dann die fixfertige Kultur, die wir auf das Käse. Da sind noch Bakterien dabei, die nicht nur säurebildend sind, da sind zum Teil aromabildend und CO2-bildend. Also gasbildend gleich Löcher im Käse und aromabildend uns guten Geschmack im Käse bilden. Ihr seht, so einfach ist das nicht.